Jo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Genshin Impact Video. Wir machen heute weiter mit dem Weltauftrag oder mit der Weltauftragsserie von den vielseitigen Feinschmeckern und sind heute beim großen Narukami-Schrein, denn die Quest lautet von Schreinen und Sakura. Und ja, wir sollen hierher kommen und ja, mal gucken, was passiert. Das war's? Nice. Dann können wir eigentlich noch gleich meine Elektrosegel opfern, die ich bis jetzt wieder gesammelt habe. Sind 56 Stück leider nur. Aber immerhin, besser als nichts. Und können wir uns davon noch die Belohnungen abgreifen. Oh, zweimal verwobenes Schicksal. Let's go. Ah, jetzt kann man auch weiter gucken. Jetzt kann man bis Stufe 15 gucken. Naja, cool. Stufe 4 haben wir jetzt schon von Elektrogranum erreicht. Nice. Okay. Sieht doch gut aus. Dann sehen wir uns gleich wieder. So, und hier geht die Quest von den Feinschmeckern dann weiter. Sie haben ja gesagt, dass sie nach Kanazuka gehen. Und war auch nicht sehr schwierig zu finden, wobei ich Glück hatte, weil ich extra hier angefangen habe, weil beim Kujo-Feldlager haben, oder zumindest in der Nähe davon, haben fast alle Quests gestartet, die auf Kanazuka bzw. Tadarasuna stattfanden. Zumindest Quests, die nicht immer dort waren. Und ja, war ein guter Riecher auf jeden Fall. Aber ich meine, durch das Ausrufezeichen findet man sie ja trotzdem relativ schnell. Genau, Zhudong, my man, my brother. Der Name des Gerichts ist wirklich typisch für Julie. Nun, als ich es zum ersten Mal sah, dachte ich, es sei ein Mondstadt-Gericht, aber ich wusste nicht, dass es eigentlich eine lokale Inazuma-Spezialität ist. Wenn der Name so einprägsam ist, muss es auch lecker sein. Zhudong, bitte. So sieht man sich wieder. Juhu, Reisender. Hey, ich sagte doch, wir sehen uns wieder. Zhudong hat gerade ein neues Rezept aus der Stadt bekommen. Es heißt Krebsroggen Kuurayaki. Wie findest du den Namen? Da war einfach ein Ist gleich statt ein Ausrufezeichen, da deiner übelst gefettfingert. Die Zubereitung dieses Gerichts ist nicht kompliziert, aber dieses Gericht erfordert eine Menge Krebse. Ich habe ein paar normale Krebse und bin auf der Suche nach ein paar speziellen Krebsen. Spezielle Krebse? Richtig, Krebse, die unter der Donnersakura leben. Du kannst genauso gut sagen, Krebse, die vom Blitz getroffen wurden. Hahaha, jedenfalls bin ich neugierig. Die Krebse in dieser Umgebung leben. Wie wäre die Textur beim Essen? Aber wir haben uns nicht in der Nähe der, nicht in die Nähe des Donnersakura-Baums getraut, weil daneben immer wieder Blitze einschlugen. In dem Buch, das ich habe, steht, wie schon gesagt, dass man zuerst den Donnersakura-Zweig berühren muss, um etwas namens Elektrogranum an sich haften zu lassen. Auf diese Weise wirst du nicht von Blitzen getroffen, die neben dem Donnersakura-Baum einschlagen. Aber du hast das Geräusch des Donners an diesem Baum gehört und mit einer so lückenhaften Aufzeichnung würde ich es nicht wagen. Aber wenn du schnell genug läufst, sollte es dir doch gut ergehen, oder? Nicht so schneller als der Blitz. Oder Licht. Ich sage dir, so schnell wie du laufen kannst, bist du auch schneller als der Blitz. Dann sind wir draußen und benutzen einen Ast oder etwas anderes, um die Krebse herauszuzwicken. Ich sage dir, wir graben einfach ein Loch direkt daneben und ziehen das Wasser zusammen mit den Krebsen heraus. Jeder äußert seine eigene Meinung. Schön, schön, schön. Reisender, wenn du Lust hast, versuch doch auch Krebse in diesem Donnersakura-Baum zu fangen. Wenn du welche fängst, bring sie zu mir und ich mache ein großes Essen, um dir ordentlich zu danken. Oh ja, warte eine Sekunde, nimm diese Köder. Wenn du dort Krebse fangen willst, beginn damit, diese Köder zu benutzen. Oh hoppla. Das sollte dir auch beim Fangen von Krebsen einige Mühe ersparen. Ein Krebs in der Nähe der Donnersakura lebt, naja, ich frage mich, wie er wirklich schmeckt. Warum will er das rausfinden? Ja, rein zufällig sind jetzt hier natürlich zwei Abgrundmagier. Und warum? Ich check's nicht. Ich probiere immer Bennett zu heilen. Schon die ganze Zeit. Ich meine, ich könnte einfach zu einer Statue 7 gehen, ich weiß. Aber ich habe es schon zweimal gemacht. Ich habe es dann der Ultimate gemacht und er hat noch relativ lange überlebt, aber heilt sich einfach nicht. Das ist immer so eine Millisekunde zu langsam. Er wird immer gekillt. Wow, die haben voll gut gedroppt, die beiden. Schau mal, die Krebse werden alle hergelockt. Fangen sie schnell. What? What? Das war aber nur einer. What? What is going on, man? Wie geht es, Reisender? Wie ist deine Ausbeute? Juhu, der Krebs sieht echt gut aus. Du hast wirklich das Zeug dafür. Nun, da du alle Zutaten hast, lass uns mit der Vorbereitung des Kochens beginnen. Ich mache mich bereit, Reisender. Gib mir nur eine Sekunde. Zhudong beginnt zu kochen.
Kurayaki. Warum heißt das überhaupt so? Vergiss es, lass es uns einfach zubereiten. Es ist verbracht. Dies ist das Krebsroggen-Kurayaki. Ich nehme eine Portion. Das wird reichen. Gib mir eine kleinere, ich kann keine große aufessen. Hier, das hier ist für dich, Reisender. Und dieses Krebsroggen-Kurayaki-Rezept habe ich auch für dich kopiert. Es ist ein ziemlich einfaches Gericht, also versuche es selbst, wenn du Zeit hast. Wir werden uns wahrscheinlich als nächstes nach Yashiyori begeben. Suche uns dort auf, wenn du die Zeit dazu hast. Und nun, ich muss auch etwas essen gehen. Hey, Julie, heb einen für mich auf, iss nicht alles auf. Schade. Tja, oh, wir haben sogar dreimal das Gericht bekommen, nice. Aber ja, das war der nächste Teil der vielseitigen Feinschmecker und dann bedanke ich mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut rein und ciao, ciao.